Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Letzte Woche habe ich schon angekündigt, auf Instagram habt ihr es schon ganz oft gelesen. Ich habe gerade einen buchigen Identitätsverlust. Ich habe keine Ahnung mehr, in welchem Genre ich zu Hause bin. Da wollte ich jetzt einfach mit euch drüber quatschen. Sonst war es ja immer klar, ich lese Jugendbücher mit Vorliebe Dystopien, zwischendurch auch mal was mit Liebe. Ich lese total gerne Thriller, Chicklit. Ich habe dann irgendwann mal Dark Romance für mich entdeckt, vor 2 Jahren, glaube ich. Ja, aber jetzt ist irgendwie alles langweilt mich. Also außer bei den Thrillern, außer Fitzek und Strobel und auch Vincent Cliche, das fand ich gut. Aber ansonsten langweilt mich alles. Bei den Jugendbüchern ist egal, was ich lese. Das letzte gute Jugendbuch war Can You Help Me Find You? Wobei ich das nicht so richtig als Jugendbuch kategorisieren würde. Ansonsten Falling Sky. Aber ja, was ich jetzt so aktuell lese, was ich vielleicht auch noch auf dem Sub habe oder irgendwie als Rezensionsexemplar geschickt gekriegt habe, wenn das ein Jugendbuch ist, langweilt mich das. Ich habe das Gefühl, ich habe alles schon 30.000 Mal gelesen und so geht mir das auch bei Chicklit momentan. Ich hatte ja dann zwischendurch mal so Spaß an Familiengeschichten, hier die 7 Schwestern und so. Das mag ich auch immer noch gerne. Ich habe da den 3. Band jetzt angefangen, aber irgendwie ist das gerade nicht so. Ich bin gerade nicht in der Laune für sowas. Kennt ihr das? Man braucht für manche Bücher bestimmte Stimmungen. Und jetzt sitze ich hier und denke so, was soll ich lesen, obwohl ich irgendwie über 200 Bücher auf meinem Sub habe. Und ja, da dachte ich mir, ich rede da mit euch mal drüber, weil das Hauptproblem ist wirklich, also ich habe kein Problem damit, wenn irgendwas vorhersehbar ist, aber ich habe ein Problem damit, wenn es mich langweilt und mich nicht unterhält. Und das ist momentan das, was mich stört. Immer. Am Thriller, am Krimi, am Jugendbuch, bei Chicklit. Ich fühle mich nicht gut unterhalten. Und ja, hab mir gedacht, ich frage euch mal um Rat, wie ihr mit solchen buchigen Identitätskrisen umgeht. Hattet ihr sowas schon mal? Oder ist das gar keine Identitätskrise und ich habe einfach nur eine Leseflaute und ich muss mich einfach zwingen zu lesen? Und was würdet ihr mir raten? Und ganz wichtig, habt ihr Buchtipps für mich? Das würde mich auch interessieren. Und ja, eigentlich alles rund um dieses Thema Bücher und wie finde ich mein richtiges Genre oder wie habt ihr euer Genre gefunden? Ich bin da irgendwie so reingeschlittert damals, als ich noch jung war. Ha! Erzählt es mir, es interessiert mich sehr. Ich bin da sehr gespannt auf eure Kommentare, auf eure Meinung und vielleicht habt ihr wirklich den einen oder anderen Tipp für mich, den ich umsetzen kann oder auch den einen oder anderen Buchtipp, der mich da wieder so richtig, richtig rausholt, so aus diesem Loch zerrt. Ich freue mich, von euch zu hören und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Restsonntag und natürlich einen guten Start in die neue Woche. Und ich glaube, wir sehen uns dann nächste Woche schon mit dem Lesemonat. Nein, übernächste Woche mit dem Lesemonat. Falls ich in diesem Monat noch irgendwas lese, weil ich habe noch nichts gelesen. Ja, weil, aus Gründen, ihr wisst schon.